bestimme jeweils die Ableitungsfunktion. Ich habe hier drei Funktionen und das Besondere hier ist, ich habe negative Exponenten. Zum Beispiel hoch minus 1 und hier steht hoch minus 4. Und hier haben wir x im Nenner eines Bruchs. Das hatten wir auch noch nicht. Also wie geht das? Das Gute ist, es gibt keinen Unterschied zu den anderen Aufgaben. Also ich mache das hier mal. Also 2x hoch minus 1. 2x hoch minus 1. Wir ziehen wie immer den Exponenten nach vorne. Dann steht hier minus 1 mal 2 mal x. Also wir rechnen den Exponenten minus 1 und das ist die einzige mögliche Fehlerquelle. Minus 1 minus 1 ist minus 2, also hoch minus 2. Also ist f' von x gleich minus 2 mal x hoch minus 2. Bei der zweiten Aufgabe haben wir einmal einen negativen Exponenten und einen positiven Exponenten. Minus 4 und 5, so wie immer. Exponent nach vorne ziehen. Minus 4 mal minus 4 ist 16. Minus mal minus ergibt plus. Also 16. X hoch. Und jetzt minus 4 minus 1 ist minus 5. Minus 5 mal 1 Fünftel ist 1. Also 1 mal x hoch. 5 minus 1 ist 4. Also ist f' von x gleich 16x hoch minus 5 minus x hoch 4. Bei der dritten Aufgabe steht x im Nenner. Also minus 3 durch x hoch 2. Hier muss man einfach nur wissen, das ist das gleiche wie minus 3 mal x hoch minus 2. Wenn man wollte, könnte man auch sowas hier umschreiben in einen Bruch. Dann würde da stehen 2 geteilt durch x hoch 1. Oder das hier 4 mal x hoch minus 4, das könnte man umschreiben als minus 4 geteilt durch x hoch 4. Also schreiben wir mal um. Dann steht da minus 3 mal x hoch minus 2 minus 3x hoch 2. So, wir ziehen die 2 nach vorne. Minus 2 mal minus 3 ist 6, also 6x hoch minus 2 minus 1 ist minus 3. So, hier das gleiche, 2 mal 3 ist 6, 6x und jetzt 2 minus 1 ist 1, also bleibt einfach 6x stehen. Das wäre f' von x ist gleich. Und damit sind wir fertig.